Hallo und herzlich willkommen zu Princess from the Block, Episode Nummer, lass mich nachschauen, 25. Für mich ist es tatsächlich eine Weile her. Ich hatte eine kleine Aufnahmepause, auch weil wir Ärger mit Sims hatten, also mit dem Spiel an sich. Wir schauen mal, ich bin schon mal ins Baumenü reingegangen, wir schauen einfach mal, ob das funktioniert. Und ich bin ein bisschen schockiert, in welchem Zustand ich das Spiel hinterlassen habe, beziehungsweise in welchem Zustand wir dieses Haus hinterlassen haben. es ist wahnsinnig unfertig und es ist eigentlich quasi leer und wir haben keine Kohle. Warum ich das getan habe, ich weiß es nicht. Vergangenheitsekel, ich hasse dich. Mittlerweile haben wir auch ein neues Pack. Das neue Lovestruck Pack ist rausgekommen. Das heißt, wir können endlich Tindern, beziehungsweise Simdern, beziehungsweise Cupids cornern mit unseren Simmis. Und da freue ich mich riesig drauf. Weil das heißt, wir können anfangen, Matchy-Matchys zu machen. Mit unseren Prinzen, die wir für Prinzen von the Block brauchen. Und oh Gott, das Chaos wird regieren. Einfach so als kleine Rekapitulierung, die musste ich auch gerade für mich machen, um mich daran zu erinnern, was der Plan war. Auf jeden Fall haben wir gesagt Pferde. Das heißt, auf die Seite wollten wir Pferdeboxen bauen. 1, 2, 3, 4.000, wir wissen es noch nicht so genau. Also der Platz bleibt frei für Pferdeboxen. Das hier wird unser Garten, vor allem für Fiona. Ich finde, das gefällt mir immer noch richtig, richtig gut. Und auf der Seite Pool, Gartenbereich, was auch immer. Ziemlich sicher kommt da noch ein zweites Stockwerk drauf, weil wenn ich hier so reinschaue, ich mag die Raumaufteilung immer noch sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das ist sehr improvisiert da erstmal alles. Das ist immer so ein Beispielzimmer. Ich glaube hier, das sieht schon aus wie das Zimmer von Mulan. Ansonsten, wir haben noch 12.760. An die Rechnung habe ich gar nicht erst gedacht, dass das horrormäßig wird. Das hier wird die Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Hier soll noch ein Kamin rein. Eingangsbereich. Das heißt, damit es jetzt einfach erstmal funktioniert, würde ich vorschlagen... Und hier, das ist leer, das habe ich schon abgecheckt. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir noch so ein, zwei günstige Zelte erstmal wieder in den Garten stellen. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn der Sache gewesen, dass die Prinzessinnen erstmal wieder im Garten schlafen. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, ja, es ist halt so ein Ding, ne? Und dann mindestens ein oder vielleicht zwei Badezimmer einrichten, auf jeden Fall schon mal mit ein paar. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal günstige Sachen. Also scheißegal, Hauptsache da ist was drinne, so nach dem Motto. Dass wir hier. Ja, Hauptsache es funktioniert, würde ich sagen. Oh Gott, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, okay? Ich habe einfach nicht gedacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe einfach nicht gedacht, es passiert ab und zu mal, dass ich nicht denke. So, wir haben zwei funktionierende Badezimmer schon mal. Das heißt, wir brauchen... Oh, shoot, ich habe ja auch gar keine Staffelei mehr und ähnliches. Ui, das ist aber nicht gut. Das ist halt gar nicht gut. Okay, ich besorge erstmal eine Staffelei. Die stellen wir jetzt einfach mal hier draußen auf dem Balkon. Vollkommen in Ordnung. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Werkbank. Oh, das wäre so cool, wenn wir dann so einen Schuppen und sowas hätten. Das kommt dann in die Pferdestelle. Das heißt, ich würde jetzt auch erstmal ganz kurz die Werkbank einfach draußen auf Balkonien stellen. Hauptsache, sie ist da. Um ein Klavier und so für Sissi kümmern wir uns jetzt vielleicht noch nicht. Vielleicht erstmal eine Küche noch. wir nehmen erstmal so eine... Es tut mir so leid. Wir nehmen jetzt erstmal so eine ranzige Küche. Und wir brauchen auch einfach erstmal einen Herd. Vielleicht investieren wir ein bisschen was in einen Herd. Hier, der Koch Max Pro. Hier, den machen wir mal dahin. Licht und so, alles überbewertet. Wir machen erstmal hier Wiu Wiu. Ein Waschbecken wäre vielleicht noch ganz gut. Okay, und dann hier können wir schon mal so ein... Oh, Halleluja, das ist katastrophal. Hier können wir auf jeden Fall schon mal noch so einen Esstisch, irgendwie sowas Günstiges. Hier so ein klappbarer Klapptisch, hört sich fantastisch an. Da können wir mal so... Ein paar Klappstühle rundherum stellen, so in verschiedenen Farben. Ich meine, ja, das ist, so.
Da können wir essen. Da können wir kochen. Das sind die wichtigsten Sachen. Mülleimer haben wir auch. Arbeiten können wir. Draußen gibt es ein paar Zelte. Was vielleicht auch noch ganz cool wäre. Ich meine, das können wir einfach... Ach, shoot. Miko. Ich habe ja noch gar nichts für Miko. Okay, wir holen uns erstmal einen Schachtisch, weil den brauchen wir auch. Der kann auch richtig ranzelig aussehen. Erstmal völlig egal. Hauptsache, die Prinzessinnen, die können hier Dinge tun. Und zwar schlauer werden. Oh, was habe ich... Warum? Bücherregal wäre vielleicht auch noch gut, ne? Bücherregal machen wir mal ins Wohnzimmer. Vielleicht mit einer super simplen Couch. Hier, wir nehmen erstmal hier so ein Lotterlump Bücherregal. Und dann auch echt erstmal einfach so eine... Ganz ehrlich, so eine gammelige Couch. Es ist wirklich gerade völlig... Völlig egal. Gammelige Couch. So, und jetzt kümmern wir uns um Miko. Miko braucht auf jeden Fall eine Fressstelle. So. Miko braucht auf jeden Fall einen Kratzbaum. Hier packen wir schon mal ins Wohnzimmer einen Kratzbaum. Miko braucht auf jeden Fall... komm hier, wir machen mal hier so ein... Hier kommt die Treppe hin fürs zweite Stockwerk. Miko braucht auf jeden Fall, ich mach mal hier so sowas. Und Miko braucht auf jeden Fall ein Katzenklo. Stellen wir am besten auch erstmal draußen hin. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Und jetzt mache ich noch in die Zimmer. Und dann schauen wir erstmal auf die Rechnung. Und zwar in die Zimmer, wo wir wahrscheinlich ab und an mal sein werden. Machen wir mal Licht rein. So. Im Eingangsbereich hängt schon was. Und dann verdienen wir erstmal Geld. Bevor wir das irgendwie weiter pretty pretty machen. Und haben jetzt ja noch ein bisschen was auf Reserve, ne? So sieht's aus. Achso, wir haben den Liebestag. Hier ist jemand sehr hungrig. Ich finde das eigentlich schon... Oh, ich freue mich so, wenn wir richtig viel Kohle haben. Also wir müssen... Weiter leveln im Beruf, das ist schon sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich schaue mir ganz kurz die Rechnung an. 900, das geht voll noch. Das geht absolut noch. Das ist absolut noch im Rahmen. Das Nötigste ist da. Und, okay, Fiona versucht Dinge auch über Plöpsi zu verkaufen. Okay, Fiona, was machst du da? Du kannst mal hier alles ernten. Fiona ist irgendwie komplett auf Abwägen unterwegs. Ja gut, okay. Was macht Leia? Okay, die möchte gerne im Zelt schlafen gehen. Aber Leia... Wer stinkt denn? Ich habe genau gesehen, dass hier irgend... Ich habe genau gesehen, dass irgendjemand stinkt. Hier ist Sissy stinkt. Alles klar. Ich glaube, die müssen erstmal kochen und so. Damit das hier alles wieder schön ist. Oh. Ausgebrannt. Ja, ungünstig. Das ist, es tut mir auch sehr leid, dass sie wieder... in den Zelten schlafen müsst. Oh, ich mag schon mal unseren Garten. Mit all den schönen Pflanzen. Wenn wir jede Pflanze haben, das wird so ein Riesengarten. Das wird uns richtig gut Kohle einbringen. Habe ich es nicht irgendwo noch glitzern sehen? Ich dachte, irgendwo hat es noch geglitzert. Geglitzert! Oder auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, wir können Disney auf Plopsi anbieten und Disney auf Plopsi anbieten. Und die ganzen, hier, die ganzen Erdbeeren und den ganzen Schnupp, die wirft, den können wir verkaufen. Weg damit, weil wir brauchen die Kohle. Dann haben wir hier noch einen übrigen, den Erdfrosch, den können wir auch verkaufen. Und dann können wir auf jeden Fall Frösche züchten. Und schauen, was dabei rauskommt. Hier, so einer ist dabei rausgekommen. Weg damit. So, jetzt schauen wir mal beruftechnisch, wie es aussieht. Okay. Bei Fiona sieht es richtig gut aus. Shoot. Leia. Ah, apropos Fitness. Ja, gut. Okay, wir brauchen ein Fitnessgerät. Ich merke, dass ich Dinge vergessen habe. Die reichen wir jetzt gerade mal noch nach. Und zwar... Ah, wir brauchen auch wieder eine Yogamatte. Das hat schon ordentlich geholfen mit der Yogamatte. Wir nutzen jetzt einfach mal eins der Zimmer, aktuell als Sportzimmer. So, Yogamatte, damit die Yoga machen können. Dann brauchen wir ein
Oh, ich weiß halt nicht, wie das ist mit den Stricksachen. Die müssten sie eigentlich theoretisch noch in der Tasche haben, ne? Sticken, stricken. Müsste jeder noch sein Ding in der Tasche haben, wenn ich das ganz schlau gemacht habe. So, ihr bekommt jetzt hier noch einen. Ach, der sieht halt schon ranzig aus. Hier, ihr bekommt jetzt hier noch einen goldenen Boxsack. Ja, das sollte erstmal reichen, oder? Ja, das reicht erstmal. Das. Achso, und ich muss auch die Lichter. Automatische Lichter, alle Lichter. So, wir müssen es ja nicht. So, Level 2 der Fitnessfähigkeit erreichen. Bist du sehr müde? Schon, ne? Kannst trotzdem ein paar Schläge üben. So, Barbie, was ist los? Blasehygiene. Schau mal. Easy. Hier kannst du mal aufs Klo gehen. Dann kannst du duschen. Oh, ich habe mal die Beine. Ey, was macht Miko auf dem Tisch? Das ist nicht Sinn der Sache gewesen. Das ist absolut nicht Sinn der Sache gewesen. So, und hier brauchen wir Level 4 der Schreibfähigkeit. Das heißt, wir können hier mal schreiben. Ah, weiterschreiben. Prinzessin Barbie, erste Folge. Barbie kann auch was verkaufen. Sehr schön. Weg damit. Oh, Plopsi versenden. Kasching! Ihr heißt weiter Caliente und gebt mir nicht auf die Eier. So sieht's aus. Das Objekt ist verdorben. Das schmeißen wir da rein. Kasching! Was ist da? Das Objekt ist verdorben. Das schmeißen wir auch gleich da rein. Oh. Rinder in den Mülleimer. Sehr gut. Kasching! Wir brauchen mehr Kohle. So, wie sieht's aus hier? Hygiene. Okay, die schläft erstmal. Was ist mit Ariel? Ariel müsste auch mal auf Klo. Oh Gott, wir haben schon die ersten Badezimmerkonflikte. Leia, aktiv! Ja, der Safe ist die aktiv. Was für eine Frage. Natürlich ist die aktiv. Wie sieht es bei dir mit Arbeit aus? Das sieht gut aus. Okay, Ariel, sehr gut. Schneewittchen hat keine Karriere. Schneewittchen bleibt einfach zu Hause. Die muss irgendwie tausend Dinge machen, kochen, backen und so weiter. Die muss singen üben, stricken üben, kochen üben, feinschmecken, backen und erziehen und ihr Bestreben erfüllen. Tatsächlich würde ich mal vorschlagen, dass Schneewittchen sich auf Cupid's Corner, dass sie mit ihr, warte mal, die zieht sich erstmal um. Outfits. Outfit ändern. Mit welchem Outfit wollen wir auf Cupid's Corner? Ich würde schon sagen, dass wir eher so mit was Klassischem auf Cupid's Corner gehen. Weil da müssen wir ja noch ein Bild machen. Unternehmerfähigkeit erworben. Toll, Barbie. Ihr könnt über Trainingstechniken reden. Ah, hier. Wuhu. So, okay. Und jetzt gehen wir auf Cupid's Corner. Amors Ecke öffnen. Und machen hier für Schneewittchen hoffentlich ein schönes Foto. Eigentlich ist das ganz süß. Aber wir machen selber eins. Oh Gott, Schneewittchen. Warum siehst du so aus? Oh, hallo. Schneewittchen. Können wir irgendwie was? Okay, das ist ganz cute. Das ist ganz süß, muss ich sagen. So. Und vielleicht einfach mit gar nichts im Hintergrund. Erstmal so. Da können wir irgendwann ein neues machen. So, Schneewittchen. Schneewittchen ist interessant. Ja. Erwachsene und Senioren, würde ich sagen. Weil, junge Erwachsene. Ach komm, vielleicht. War nicht angezogen von Männern. Interessiert eine Techtelmechtel mit Männern. Alles klar, Schneewittchen. Ich glaube, das ist ordentlich, fröhlich. Wir schauen mal, was haben wir sonst noch? Gesellig, großzügig. Ah. Oh. Ich mach mal ordentlich weg und ich finde großzügig, fürsorglich, das ist irgendwie süßer, oder? Ja. Okay, das Foto, sie guckt so kritisch. Matches. Enrico. Achim. Yannick. George. Malio. Panja. Panja ist irgendwie süß. Der Weihnachtsmann. Aber sowas von matchen wir mal den Weihnachtsmann. Lars, okay. Ein Rancher. Akira, auch süß. Corbinian. Marco. Wolfgang. Kyle. Oh, okay,
Okay, Kyle matchen wir auch mal. Franz Josef. Franz Josef, warte mal. Franz Josef ist doch, der ist doch für Sissi bestimmt. Warum matcht der denn jetzt mit Schneeflittchen? Nein. Nee. Ich pack beide mal zu den Kontakten hinzu. Und wir schauen mal. Wir schreiben gleich mal. Schneewittchen, die hat ja sonst nichts zu tun. Ach du meine Güte. Schneewittchen hat ja sonst nichts zu tun. Dem, wir machen mal Sozialaktion und wir lernen ihn einfach mal kennen. Dasselbe mit Kyle. Wir machen mal Sozialaktion kennenlernen. Oh, ich schlafe. Bitte ruf später nochmal an. Okay, der Weihnachtsmann ist nicht wach. Okay, und Kyle ist leider auch nicht wach. Gut, dann hat sich das ja schon direkt erledigt. Aber Schneewittchen hat ein neues Hobby, nämlich Cupid's Cornern oder so. Oder wie auch immer das heißt. Cupid's Cornern. So, wo waren wir? Was mit Mulan? Okay, Mulan. Oh, die müsste theoretisch noch joggen gehen. Weißt du was? Können wir machen. Sie ist noch nicht. So, du kannst schon mal herummarschieren. Nein, joggen gehen sollst du. Dann Sissy, die müsste unbedingt mal pinkeln. Die muss noch ein Gemälde anfertigen. Guck mal, du kannst hier mal ganz kurz auf Klo gehen. Und dann müsstest du noch ein Gemälde anfertigen. Und zwar mach doch mal ein klassisches Gemälde, so ein mittelgroßes. Hast du noch Sachen zu verkaufen auf Blopsy? Oh, eine ganze Menge haben wir noch auf Blopsy zu verkaufen. So, Pocahontas, die schläft draußen. Ah, okay. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es einen Weg gibt, wie ich der Andrea Wagner, wie ich mich bei der entschuldigen kann. Und ihr meintet, ich kann der eine Entschuldigungs-E-Mail eventuell schreiben? Karriere. Okay, da schon mal nicht. Schreiben üben. Vielleicht geht es erst nach einer... Vielleicht muss ich da erst schreiben leveln. Sozialhase öffnen. Das wird mich ja schon interessieren. Vielleicht muss ich das einfach auch nochmal nachlesen, wie genau ihr meintet, dass das funktioniert. Mit der Entschuldigung schreiben. Witze schreiben, probier schreiben. Genrebuch, schreiben üben. Also ich könnte ja mal schreiben üben und gucken, ob das dann da aufploppt, dass wir ihr eine Entschuldigungs-E-Mail schreiben können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Rivalität zu beenden. Wähle mit Rivalen anfreunden oder Rivalen sabotieren, um das Problem beim Arbeitsplatz zu beheben. Ein Treffen nach der Arbeit ist ebenfalls eine Option. Du kannst dann freundlich sein oder kreative Lösungen ausprobieren. Okay, vielleicht können wir das ja auf der Arbeit, wenn sie arbeiten geht, mal gucken. Wenn wir das hier unten so anklicken, was dann dabei rumkommt. Was macht Fiona eigentlich? Fiona, bist du irgendwie so weit weg? Sehe ich das richtig? Fiona? Möchtest du mal nach Hause kommen? Guck mal hier. Ich gebe dir jetzt eine schöne Aufgabe. Das Katzenklo säubern. Das ist super. Ja, der Liebestag war grauenhaft. Ich weiß, lieber Blub, interessiert uns gerade nicht. So, Sissy malt hier noch. Und wir haben ein Bild, was ich auf Flopsy anbieten kann. Oh, Miko hat nichts zu futtern. Möchtest du Miko mal die Schüssel füllen? Der schleicht da gerade so rundherum. Ich habe das Gefühl, das wäre ganz schlau. Ach, du meine Güte, wir haben immer noch das Problem mit Belle, dass Belles Haare weg sind. Und es ist kein CC. Ich bin verwirrt, warum Belle zwischendurch einfach keine Haare hat. Vielleicht fixe ich das zwischen den Episoden einmal, dass wir bei Belle wieder Haare haben. Ich weiß es nicht, was Sims da getrieben hat. Aber weil ich nutze auch kein CC. Die Haare sind einfach weg von Belle. Da finden wir bestimmt was Hübsches, was Belle tragen kann. So. Und damit würde ich sagen, beenden wir Episode Nummer 25 und sehen uns wieder hoffentlich in Episode Nummer 26. Wenn ihr mehr sehen wollt oder andere Dinge sehen wollt, dann kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich heiße überall XAcademia auf allen Social Media Plattformen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Mittag, Morgen, Abend oder wann immer auch ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns nächstes Mal.